Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, beziehungsweise auf welchem Kanal auch immer du gerade dieses Video siehst. Mein Name ist Thomas Klein, Experte für die Neukundengewinnung, Skalierung und Positionierung von Businesses, in der Regel IT-Businesses. Und in diesem Video möchte ich mal die vier Säulen eines erfolgreichen Businesses generell oder letztendlich auch eines skalierbaren Businesses generell ansprechen. Das wird wahrscheinlich eines der wichtigsten Videos, die ich bis dato gedreht habe. Und du wirst auf meinem YouTube-Kanal, wenn du dieses Video siehst, sehen, dass ich über 500 Videos bereits hochgeladen habe. Ich habe dann noch einen weiteren YouTube-Kanal, habe ich bereits über 700 Videos hochgeladen. Und abgesehen von den anderen Social-Media-Kanälen, wo ich zum Beispiel auf TikTok jetzt zu dem Zeitpunkt auch mittlerweile über 1000 Follower habe. Und in diesem Video geht es letztendlich um eine Matrix, die vier Säulen beinhaltet, die du zumindest dir mal im Kopf darüber zerbrechen musst, die du letztendlich erfüllen musst. Und um als Grundvoraussetzung, um überhaupt Erfolg zu haben da draußen. Und zwar überdurchschnittlichen Erfolg, sodass du dann letztendlich auch die Möglichkeit hast, dann wirklich ein skalierbares und ein, sagen wir mal, ein überdimensional profitables Business daraus zu machen. Ja? Also jeder kann irgendwie grundsätzlich harte Arbeit gehört immer dazu und jeder, das ist meine persönliche Meinung, jeder Mensch, egal wie intelligent, egal wie fortgeschritten in seinem Skillset, kann über allein harte Arbeit sein tägliches Brot und seine Miete damit verdienen und vielleicht sogar noch ein bisschen darüber hinaus. Ja, also das ist meine persönliche Überzeugung. All diejenigen, die da irgendwo, sagen wir mal, über einen längeren Zeitraum hinweg quasi scheitern und sich dann irgendwo auf der sozialen Hängematte ausruhen. Das ist meiner persönlichen Meinung nach und Erfahrung nach einfach auch nur ein, sagen wir mal, mitteleuropäisches Phänomen. Sowas gibt es in Asien, in Amerika und Südamerika, Nordamerika und auch in China und so weiter, Singapur, Afrika und so weiter, gibt es sowas einfach de facto nicht. Ja. Das ist letztendlich was, wo man sagen könnte, ja gut, das haben wir und das ist ein großer Vorteil, aber es ist auch gleichzeitig ein großer Nachteil, weil einfach Leute sich da ein bisschen es sich zu bequem machen. Ja, und okay, jetzt bin ich ein bisschen abgeweicht. Und in dieser Matrix, ja, die ich hier möchte jetzt mal gerne in die Tafel malen und da werden wir jetzt mal in Detail reingehen. Also, bleib auf jeden Fall dran und abonniere schon mal den Kanal, wenn du noch nicht abonniert hast. Und gib dem Video schon mal einen Daumen hoch, ja. Und dann legen wir jetzt auch gleich los. Ich habe hier ein paar Notizen gemacht, weil das Ganze ist schon ein bisschen ein größeres, komplexeres Thema. Also, das hier sozusagen ist diese Matrix. Ja, der Stift funktioniert nicht besonders gut. Nochmal. So, ja, passt schon. Und links oben fangen wir an mit dem Ziel. Ist tatsächlich so, dass der Stift nicht geht. So, dann machen wir eben das Ganze nicht blau, sondern rot. Naja, machen wir schwarz. So. Das Ziel, das könnte man auch sagen, das Traumziel. Ja, das absolut Beste, was man sich vorstellen könnte als Endergebnis. Ja. Dann hier drüben ist die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung. Also,
hier oben ist das Ziel zu definieren und hier ist die wahrgenommene Erreichbarkeit der Zielerreichung. Dann hier unten, also das hier oben, oberhalb der Matrix, sind die beiden Dinge, die, von denen wir mehr wollen. Also wir wollen das Ziel erreichen und die Wahrscheinlichkeit dieser Zielerreichung auch beim Kunden erhöhen. Ja, die wahrgenommene. Und also das hier ist zum Beispiel ein Plus. Ja? Oder warte mal, machen wir mal hier. Ein grünes Plus. So. Hier unten ist das, was wir weniger wollen. Ja? Ich hoffe, ich erkläre es einigermaßen gut. So. Und das ist Time Delay. Ja, was ich auch letztens so schön erklärt habe, also mir ein SAP, ein IT-Leiter, der schon seit 1993 meinte er, quasi seit Anbeginn des SAP-Zeitalters, also SAP ist eine der größten, die größte deutsche Softwarefirma, falls ich das SAP nicht sagen sollte. Also jemand, der sein ganzes Leben schon mit SAP zu tun hatte, sagte, naja, da, wo ich bin jetzt gerade wieder in einer neuen Firma, da geht es wieder darum, ein neues ERP-System einzuführen, mit allem drum und dran, plus CRM-System und so weiter, Service Cloud, dies und das und jenes. Und er sagte, ja, obwohl ich mein ganzes Leben lang schon mit SAP quasi zu tun hatte und dort multiple Male hier eingeführt habe und so weiter, frage ich mir gerade, ob es jetzt bei dieser neuen Firma, wo ich jetzt gerade bin, wo ich auch den Auftrag habe, hier eine Sondierung, eine Marktsondierung vorzunehmen, ob da SAP auch wirklich das einzigste System ist, das hier in Frage kommen sollte. Und dann nannte mir als Begründung, war nicht Time Delay, aber grundsätzlich sagt er Cost of Delay. Und er benannte das quasi als Begründung so, dass er sagt, ja, SAP ist sozusagen der Ferrari aller ERP-Systeme da draußen, aber was bringt mir der Ferrari, wenn ich ihn heute bestelle und ich bekomme ihn dann fix und fertig, sodass ich damit auch wirklich los Gas geben kann auf der Autobahn mit 300 Sachen. Erst mit Lieferzeit, dann in ein oder zwei oder drei Jahren ist das ganze Ding erst fertig. Das heißt, es geht nicht nur darum, das schnellste und beste Maschine, ERP-System, Softwarelösung und so weiter dann letztendlich am Ende zu haben, sondern es geht auch darum, es möglichst schnell zu haben. Ja, und das ist hier die wichtigste, das kann ich mir mal vorwegnehmen, mit die wichtigste Säule für unternehmerischen Erfolg ist, wenn du diese Komponente hier auf ein Maximum reduzieren kannst. Ja, das ist Time of Delay, Cost of Delay. Und da gibt es auch wiederum zwei Möglichkeiten. Das eine ist letztendlich, wie schnell bringe ich das Endergebnis? Okay, also wie schnell, das ist die Frage, die man sich hier stellt, dein Kunde zumindest, wie schnell das Endergebnis? Ja, das ist das eine. Und das zweite, ganz, ganz wichtig, was viele komplett unter den Tisch fallen lassen, mindestens genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger, wie schnell irgendein Ergebnis ja, also das bringt nichts manchmal, dass du quasi einen Kunden versuchst zu gewinnen und du sagst, okay, ich bin der Beste im Markt, ich mache dir diese Lösung, dauert 3 Jahre, ja, dann hat die Geduld nicht. Das heißt, wie schnell kann ich irgendein Ergebnis liefern? Zum Beispiel meine Kunden, zum Beispiel Softwareentwickler, da ist es häufig so, dass man sagt, wir machen einen Analyse-Workshop, also diverse Workshops, aber auch die müssen inhaltlich also quasi einen guten Mehrwert bieten, ansonsten funktioniert das nicht. Im
generell zum Beispiel in der Softwareentwicklung ist zum Beispiel eine Code Review. Ja? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich nenne dir mal nur ein paar. Wenn du mehr darüber wissen willst, buch da gerne einen Termin mit mir. Ja? Das ist eine Code Review zum Beispiel. Ja, also quasi dieses sogenannte den Bugfix, ja, wo du mit kürzesten Time Delay, den kürzestmöglichen Time Delay, den du dir vorstellen kannst, den größtmöglichen, oder sagen wir nicht den größtmöglichen, sondern irgendein Ergebnis, irgendeinen sehr mehrwerthaltigen Output generieren kannst. Das ist zum Beispiel Bugfixing, Code Review, wo du sagen wir mal ein paar Stunden irgendwie nur brauchst, aber dann sagen wir mal was findest, wo die sozusagen schon seit Monaten rummachen und einfach nie dahinter gekommen sind, weil sie den Wald vor lauter Bäume nicht sehen. Ja, zum Beispiel Betriebsblindheit. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Betriebsblindheit. Habe ich jetzt keinen Platz mehr. Ja, also das ist halt letztendlich, das geht nicht darum, dass man dieses Skill nicht hat oder was, aber du weißt ja, wie das häufig ist. Ich zum Beispiel, ich suche irgendwie mein Telefon, kann den ganzen Tag mein Telefon nicht finden, hast du bestimmt auch schon mal gehabt. Und dann am Ende des Tages sehe ich, ja gut, Telefon vielleicht nicht, aber so meine Handschuhe oder sowas. Ja, und am Ende des Tages sehe ich, die lagen die ganze Zeit mitten auf dem Tisch. Das heißt, man sieht einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, und das ist halt bei manchen Unternehmen genauso, weil einfach das Gehirn, ich glaube 80% oder 90% aller Informationen einfach ausblendet, ansonsten würde es komplett wahnsinnig werden, insbesondere bei diesen ganzen Inputs, die wir haben. Also ich glaube, wir haben täglich über 3000 Werbebotschaften und das ist aus dem Marketing zum Beispiel diese Kennzahl. Das heißt, unser Gehirn muss 95% aller Informationen ausblenden, also maximal ausblenden, damit du quasi nicht durchdrehst, ja, als Mensch. Und wenn du jetzt quasi, und du siehst du quasi irgendwie intern zum Beispiel nicht jetzt irgendwie irgendwelche Bugs, die du bei dir hast in deiner Lösung und du von extern kommst rein, schaust einmal drauf und erkennst sofort diese Bugs, hast innerhalb von sehr kurzer Zeit einen sehr, sehr großen Mehrwert hier, hier erzielt. Also sehr, sehr kleiner Time Delay, ja, sehr geringer Time Delay, aber sehr großer Output, ja. Und also wenn du dir jetzt mal vorstellst, also mal ein bisschen blöderes Beispiel, du hättest eine Zauberformel, ja, wo du innerhalb von 5 Minuten deine Traumfrau findest, ja, oder innerhalb von 5 Minuten deine ideale schlanke Figur oder sowas, ja. Also zum Beispiel, da gibt es so Beispiele aus der Branche, es gibt ja zum Beispiel Ratgeber, wie du abnehmen kannst, ja, die kosten irgendwie 5 Euro, ja, und das Endziel ist letztendlich, dass du quasi 20 Kilo abnimmst, sagen wir mal so, ja, und dann gibt es aber auch sagen wir mal, Spezialisten, Doktor, Ärzte, die bekommen für einmal Fettabsaugung 20.000 Dollar oder 20.000 Euro, ja, warum? Weil du warum ist das gleiche Ziel, ist 20 Kilo abnehmen, aber einmal über den 5 Euro Ratgeber im Hugendubel, den du vielleicht kaufen kannst für 5 oder 10 Euro, da hast du hier den Delay, den Zeitdelay, es dauert vielleicht 2 Jahre, bis du die 20 Kilo abgenommen hast. Und wenn du zu einem Fettabsauger gehst, ist es innerhalb von ein paar Stunden vorbei. Ja, und deswegen da kann der auch quasi, weil einfach das gleiche Output hat, aber letztendlich in so viel maximal kürzerer Zeit, kann er einen Preis verlangen, der 10.000 Mal höher ist, ja, sozusagen. Also das unterschätzen die allerwenigsten. Das unterschätzen die meisten, ja. Dann hier das nächste, was du hier noch beachten solltest, wirklich, ist, der Aufwand. Machen wir mal hier schwarz. Der Aufwand beziehungsweise
Ja, das Opfer, die Anstrengung. Also auch ein sehr gutes Beispiel. Hier willst du möglichst, dass deine Kunden möglichst wenig Anstrengung, Aufwand, Opfer bringen müssen. Ja, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit ihnen ins Geschäft kommst und desto höher ist wahrscheinlich auch, dass du einen guten Preis verlangen kannst. Und zum Beispiel wieder das Beispiel abnehmen. Ja, wenn ich dir sage, naja, hier hast du für 10 Euro einen Ratgeber, da steht genau drin, was du tun musst, um abzunehmen. Ja, ist unglaublich anstrengend. Du musst für die nächsten 6 Monate jeden Tag 20 Minuten Sport machen und da auf das verzichten und dies und das und jenes. Wenn du Fett absaugen lassen tust, ja, dann kriegst du Narkose oder was, ja, und halt von einem Tag ist das Ding vorbei. Ja. Also für dich quasi null Anstrengung, du bist quasi bewusstlos und es passiert alles. Du musst eigentlich nichts tun dafür. Ja. Und in der Businesswelt ist es ja ganz ähnlich. Wenn du, also ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Also, wenn du sagst, naja, ich bringe dich zum Beispiel ans Ziel, ja, und du musst mir aber noch 10.000 Sachen liefern, ja. Das ist ja häufig das, was ich auch bei diesen ganzen Online-Agenturen und so weiter, also diese ganzen Agenturen, wo man sagt, naja, und wo ich auch vom Endkunden immer wieder höre, ja, da haben wir uns irgendwie auf eine Agentur eingelassen, sei es jetzt SAP-Entwickler oder irgendwelche anderen Entwickler oder Online-Marketing-Agenturen, ist ja völlig gleich. Es geht letztendlich darum, ein Endkunde, Maschinenbauer zum Beispiel, kommt auf mich zu und sagt, hey du, ja, wir haben da jetzt irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht, weil wir haben hier das Gefühl gehabt, uns wurden irgendwie 100 Stunden Arbeit berechnet, ja, oder 1000 Stunden oder was auch immer, 100 Tage. Und wir hatten aber eher das Gefühl, dass die Agentur, ja, quasi mit uns erstmal, von uns erstmal lernen musste, ja, die ersten 80 Tage, die sie uns berechnet haben, ja, um dann die verbleibenden 20 Tage irgendwie mal richtig anfangen zu arbeiten, ja, beziehungsweise dann noch am Ende der ersten 80 Tage sagen, naja, jetzt haben wir nicht genügend Zeit, wir müssen nochmal 50 Tage oben drauf setzen. Wahrgenommen, ein Tag sind 1.000 Euro, ja, das sind 100.000 Euro, die eigentlich vereinbart wurden. In Wirklichkeit kostet das Ganze 150.000 Euro. Und warum? Weil man erst die ersten 80.000 Euro, die man abgerechnet hat, erstmal damit verbracht hat, über den Kunden genau zu lernen und dort quasi erstmal quasi vom Kunden profitiert hat in Sachen Know-how. Ja, und darauf sind Maschinenbauer, Endkunden, auch ganz besonders in der IT-Branche, Softwareentwicklung, überhaupt gar nicht scharf. Ja? Denn sie sagen sich, naja, ich habe ja schon diverse Risiken, die ich eingehe. Ja, ich habe auch vielleicht gewisse Vorteile, die ich eingehe, wenn ich mir von externen Dienstleistern suche und reinhole. Aber wenn du natürlich sagst, ja, ich gebe dir alle Risiken, ja, und aber die ganzen Vorteile, die du normalerweise hast von externen, dass er quasi Know-how mit reinbringt, ja, dass du eben genau davon profitierst, dass er eben einen Wissensvorsprung hat, ja, und sich nicht erst quasi von dir das ganze Wissen als Kunde, nicht erst vom Kunden das ganze Wissen holen müssen, ja, ist ja total perfide eigentlich, aber das höre ich immer wieder und passiert die ganze Zeit. Das ist eben der große Punkt, dass du dass es da draußen ganz viele Dienstleister gibt, die noch nicht so weit sind, ja, dass sie diese 10.000-Stunden-Regel zum Beispiel, ja, genau, und sozusagen, das ist hier das Ding, und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt nochmal kurz 10.000-Stunden-Regel ist zum Beispiel auch das, dass ich sage, du hast hier, warte, ich mach das mal weg.
Also nochmal ganz kurz, das Thema 10.000-Stunden-Regel. Mal angenommen, es gibt hier einen, gehen wir wieder zurück, weil das ist einfach so einleuchtend, das Beispiel. Du hast hier einen Doktor, der ist darauf spezialisiert, für Schönheitschirurgie. Ja? Also du möchtest zum Beispiel jetzt einfach ein paar Falten dir Fett absaugen lassen, bleiben wir bei dem Beispiel, ja. Und für einmal Fett absaugen verlangt der 100 Euro. Für einmal Fett absaugen verlangt der 100 Euro. Ja, dieser eine Doktor. Ja, der Outcome, ja, das Ergebnis ist schlank. Okay, dann hast du hier einen Doktor. Und der auch Fett absaugt. Und der verlangt aber 20.000 Euro. Ja, und das Ergebnis ist schlank. Okay, jetzt magst du dir vielleicht sagen, jetzt stelle ich dir die Frage, mit welchem Doktor würdest du dir Fett absaugen lassen wollen? Jetzt überleg mal kurz eine Minute, lass dir ruhig Zeit. Ja, mit welchem Doktor würdest du wählen? Den für 100 Euro oder den für 20.000 Euro? Oder Schönheitschirurgie, sagen wir mal, du willst dir die Nase machen oder sonst irgendwas, ja? Oder du hast irgendwie, bist krank und willst dich operieren lassen, ja? Das ist vielleicht noch ein besseres Beispiel. Okay, aber wenn wir jetzt nicht zu sehr rummachen, Fett absaugen. Jetzt hast du kurz überlegt, magst du sagen, okay, ja, ich nehme den für 100 Euro, warum soll ich 20.000 Euro bezahlen? Okay? Jetzt sage ich dir aber, jetzt hast du noch ein Detailwissen, ja, das habe ich dir vorher nicht erzählt. Der hier hat das Ganze noch nie gemacht. Das ist das erste Mal. Einmal in seinem Leben hat er das vielleicht geprüft geworden oder was, ja. Hat gestern erst seine Prüfung abgelegt. Einmal gemacht. Der Typ hier hat das Ganze 20.000 Mal gemacht. Der hat das 20.000 Mal gemacht, immer mit Erfolg, keine Komplikationen, dieser Doktor, dieser Chirurg. Und der erst einmal. Okay, jetzt nochmal kurz überlegen, mit welchem Arzt würdest du hier quasi als Versuchskaninchen, so ein bisschen, ja? Hat gerade erst seine Prüfung abgelegt. Oder würdest du doch lieber die 20.000 Euro investieren? Also hier ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas schiefläuft, dass du vielleicht abkratzt, vielleicht sogar. Ja, also das Skalpell irgendwie quasi zu zittrig hält oder irgendeinen Fehler macht, keine Ahnung. Oder der hier, der schon 20.000 Mal das Ganze gemacht hat, ja, für 20.000 Euro. Und da merkst du jetzt schon, wie das quasi die Perspektive da sich eben ein bisschen verändert. Ja? Und ich sehe es auch mal wieder, dass man bei diesem ganzen Thema Experte und beim Thema Pricing, also quasi welche Preise kann ich verlangen und all das und dies und jenes und ist es jetzt vom Preis auch okay und so weiter und so weiter. Hier siehst du und hier hast du quasi selber am eigenen Beispiel gemerkt, ja, der hier, ja, der insgesamt 200 Mal mehr verlangt, ja, mal angenommen, du bist jetzt halt irgendwie ein IT-Entwickler, ja, und verlangst aktuell irgendwie 500 Euro am Tag. Am Tag, ja, und bist halt seit einem Jahr unterwegs oder sowas, ja, und der hier, oder ein Tagessatz von 500 Euro, und der hier, ja, und jetzt sag mal, du hast jetzt irgendwie schon 20 Jahre Erfahrung, ja, dann kannst du hier locker mal, ja, wahrscheinlich 3.000 verlangen, ja, also, verstehst du, was ich damit sagen will? Es hängt immer davon ab, ja, was ist letztendlich das Ergebnis? Das hatten wir vorhin, die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung, ja, in dieser Matrix.
Ja, das war die sehr, sehr wichtige Erkenntnis hier, dass in unserer Matrix, also in den vier Säulen, die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung. Und ich möchte hier nochmal betonen, hierbei die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung. Denn, ich glaube, die Kamera ist ein bisschen schief, aber das ändert nichts am Content, den ich hier fabriziere, der ist ebenso gut, auch wenn die Kamera schief ist. Also wahrgenommen. Und das ist halt das ganz, ganz Wichtige. Ich meine, wie ist die Wahrnehmung deines Kunden oder potenziellen Kunden bezogen auf die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung? Ja? Präsentierst du dich auch als jemanden, wie der schon 20.000 Mal die gleiche Operation gemacht hat? Und dann kannst du in dem Fall, kannst du zum Beispiel auch die ganze Operation nur in 10% der Zeit machen. Ne? Also, wenn du jetzt auch mal hier jemand bist, der schon 20.000 Mal das gleiche Problem gelöst hat, in der Softwareentwicklung zum Beispiel. Ja? Und für ein bestimmtes Problem zu lösen, verlangst du 100.000 Euro. Ja? Vielleicht irgendwie ein ERP-System anbinden oder ein CRM-System mit aufbauen oder anbinden oder, ja. API ist ein ganz großes Thema aktuell. Ja, also der ganze Trend, der geht auch weg von ADI, ja, hin zu APIs und so weiter und so weiter. 10.000 Themen, Möglichkeiten. Ich war jetzt letztens auf der Elektronika, dort einige Softwarehersteller kennengelernt und zum Thema Supply Chain 4.0 hochinteressant. Ja, wirklich. Also, was da also kommt für Opportunities und hier, dann kannst du sagen mal die 100k. Und du brauchst ein ganzes Jahr, um diese Lösung zu bauen. Letztendlich interessiert es ja den Endkunden gar nicht, wenn du das jetzt schon 20.000 Mal das Gleiche gemacht hättest, ja, oder eine Lösung gebaut hast, die sozusagen dann schon so standardisiert ist, dass sie die Probleme eben, sagen wir mal, 20 Mal schneller löst. Ja? Also du hast 100k, brauchst dafür 10 Monate, hast du 10k im Monat verdient. Ja? Wenn du jetzt aber standardisierte Templates hast oder das schon so häufig gemacht hast und du brauchst dafür nur einen Monat, ja, das ist ja letztendlich der Outcome davon, wäre dann quasi 100k im Monat. Ja. Also überspitzt gesagt, ja, ein bisschen. Aber so funktioniert dieses Prinzip. Ja. Und das heißt, wenn die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit, also so rum gesagt, die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung sollte mit deinem Kompetenzlevel gleichermaßen ansteigen. Und wenn das gegeben ist, kannst du skalieren und auch entsprechend um einiges mehr verdienen als wie zumindest der Durchschnitt oder diejenigen, die halt quasi noch nicht dieses Kompetenzlevel haben. Und das muss eben beides sozusagen miteinander verheiratet sein. Ja? Ganz, ganz wichtig zu verstehen hier, das hier und das hier. Ja? Das eine ist der Wert, den du bietest dem Kunden. Ja? Und das andere ist deine Kommunikation nach außen. Ja? Oder auch Positionierung. Und das muss beides passen. Wenn du dich nur positionierst oder kommunizierst als den Experten, der schon 20.000 Mal das Gleiche gemacht hat, aber der Wert passt nicht, ist scheiße. Ja? Wenn du den Wert in dir hast, aber du bringst es nicht rüber, kommunizierst es nicht, positionierst es nicht richtig, sodass dass die Wahrnehmung bei deinem Kunden oder potenziellen Neukunden quasi viel zu gering ist von dem Wert, was du tatsächlich lieferst, ist auch scheiße. Ja, wirst du auch weniger verdienen. Nur wenn beides stimmt, ja, dann wirst du quasi deinen Tagessatz, sozusagen dein Einkommen und so weiter verzehnfachen, verzwanzigfachen. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, du wirst dich dann vielleicht auch skalieren müssen, quasi auch vielleicht über ein paar Mitarbeiter. Aber
um das Prinzip mal einmal zu verstanden zu haben, weil ich ja häufig sehe, dass eben viele eben das nicht verstehen, weil sie eben sagen, naja, ich positioniere mich hier irgendwie als Experten und so weiter und mache dies und das und jenes. Ich habe irgendwo mal einen Online-Kurs gemacht, habe ein Buch gelesen, ja, und da steht drin, naja, ich muss irgendwie eine Sache finden, die mir besonders Spaß macht, wo ich vielleicht auch irgendwie ein Talent habe oder sowas, ja. Und dann gehe ich raus und mache hier massive Skalierung und dies und das und jenes. Ja, das ist in der Regel nur sehr kurzlebig, weil du die 10.000-Stunden-Regel eben nicht beachtet hast, ja, oder die 20.000-Stunden-Regel, ja. Das heißt, wenn ich der Chirurg bin, jetzt kommen wir wieder zurück zu dem anderen Beispiel von meinem anderen Video vorhin, wenn ich der Chirurg bin, der einfach nur zweimal eine Operation gemacht hat, ja, dann kann ich halt nicht das gleiche verlangen wie ein Chirurg, der 10.000 Mal eine Operation gemacht hat, ja, weil die Leute dann eben zu dem hingehen, der 10.000 Mal die Operation gemacht hat in der Regel und da auch bereit sind, diesen Preis zu bezahlen, ja, und das Risiko in Kauf nehmen, dass die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung geringer ist bei dem Chirurgen, der eben das noch nicht so oft gemacht hat, das sind halt dann diejenigen, die sich einfach den Preis absolut nicht leisten können und das ist halt dann, die nehmen dieses extra Risiko dann eben in Kauf, ja, aber das sind halt nicht die Kunden unbedingt, die du halt möchtest, ja. So, soweit mal dazu und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, happy hunting, Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Bis dahin, ciao.